Raphael? I came in like a breaking ball. Ah! Hallo, hallo Leute! Und Freunde, schön, dass ihr gekommen seid. So viele Leute hier. Heuer, heuer, heuer. Mensch, der Jürgen ist auch wieder da. Schön, dass du da bist. Yeah! Digga, jetzt bräuchte ich nur noch ein richtig geiles Intro und ich wäre reif für eine Fernsehshow. Die Raffaello Show. Was geht ab, Raffaellos? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein richtig geiles Video für euch. Ja, das sagst du immer. Also jetzt hör mir zu, Herr Florian. Ich habe auch immer wirklich ein sehr hochanspruchsvolles Sortiment an Videos hier im Angebot. Da ist halt nun mal jedes Video geil. Damit das klar ist! Dann findest du dich selbst lustig. Ah, durchaus. Ich habe mal wieder meine internationalen Connections spielen lassen und aus Spanien etwas importieren lassen. Eigentlich war ich nur im Internet unterwegs und habe dann was gekauft. Aber es kam aus Spanien und es wurde importiert, deswegen hat es sehr lange gedauert. Aber jetzt ist es soweit und ich werde dieses Video drehen. Sieht der Logo gleich bitte. Alles klar? Denn ich habe ziemlich geile, verrückte Süßigkeiten gekauft, die man denkt so, boah, nee, glaube ich nicht, gibt's sowas. Auf jeden Fall war ich dann im Kaufrausch und hab ein bisschen zu viel von diesen Süßigkeiten gekauft. Es waren einfach viel zu viele geile und verrückte Sachen dabei. Deswegen muss ich daraus zwei Teile machen. Heute seht ihr logischerweise den ersten Teil, wo ich euch eben unter anderem den schärfsten Lutscher der Welt vorstelle. Und im zweiten Teil werde ich euch, wenn ihr wollt, die größte Cola-Flasche, also die größte Gummibärchen-Cola-Flasche der Welt zeigen. Das lohnt sich. Die magische Zahl heißt wieder 30.000 Likes. Bei 30.000 Likes werde ich den zweiten Teil drehen. Also macht das, ich würde mich freuen, weil sonst habe ich den Scheiß umsonst gekauft. Deswegen würde ich sagen, piepst dich nicht länger hier rum. Ich bin wahrscheinlich eh schon über 2 Minuten Intro. Ich entschuldige mich dafür. Deswegen geht's jetzt los. So, liebe Freunde, hier ist die magische Kiste. Fangen wir mit dem ersten Süßigkeit-Exemplar an, beziehungsweise es sind zwei Dinge. Ich habe hier einen Schokohammer und so ein, Das ist ein Klempner-Werkzeug, Junge! Echte? Damit werde ich auf jeden Fall... Oh nein, jetzt ist es bitte nicht kaputt! Also damit... Oh, scheiße! Jetzt ist es safe im Arsch! Ich glaube nicht. Was ich damit sagen wollte, ich werde damit auch noch einen Härtetest machen jetzt und natürlich einen Verkostungstest, aber das sind noch die harmlosen Sachen. Was da noch drin ist, ist wirklich der Burner. Kommen Sie ruhig näher, schauen Sie sich diese Prachtstücke an. Alter, was da schon für ein Geruch rauskommt. Hier, der Schraubenschlüssel ist mega realistisch. Geil! Ja. Ich habe hier ein paar Holzbolzen und ich habe Nägel gekauft und ich werde jetzt versuchen mit diesem Hammer... Boah, fühlt er sich heftig an. Ist der hart? Haltet mal die Stirn ans Display, ob ihr das hart findet. Boing. Ich will deinen Dachschaden reparieren. Ah! Das war kein Soundeffekt, das war mega laut. Scheiße! So, also ihr seid gleich beim Härtetest dabei. Ich werde jetzt hier einen Nagel reinkloppen. Hä, Junge, bist du ein komplett dumm? Was ist denn ein Nagel? Schau mal, was du in der Hand hast. Das ist eine Schraube. Bist du dumm? Das ist ein Hammer, du Depp. Du Otto, das ist eine Schraube, du warst mit mir am Werkenzweig, bist du jetzt komplett dumm oder was? Hat dir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen? Ja, sorry Mann, ich bin doch kein gelernter Handwerker hier, ey. Meine Herren. Du hast dein erstes keine Nägel gekauft. 3, 2, 1. Jo, wie hart ist denn das Ding? Ey, als ob der essbar ist. Wie willst du es essen? Wo ist der Nagel? Der Nagel ist weg! Härtetest hat das Ding schon mal bestanden. Ich hätte niemals gedacht, dass Schokolade so hart sein kann. Ich bin Thor! Mein Hammer ist kaputt! Oh. Schmeckt der wirklich nach Schokolade? Ich esse gerade einen Hammer, ne? Boah, okay, klar. Also, Schokolade halt, oder? Der Wahnsinn. Oh, Alter! Der Hammer hat mich schon mal überzeugt. Ich gebe dem Ding von 10 Punkten 8. Jetzt kommen wir mal zum Praxistest von dem Ding. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt testen soll. Ich habe hier so eine Flasche. Vielleicht kriege ich das nicht. Ich kriege das damit auf. Oh, scheiße. Das hat sehr lange überlebt. Das, was ich euch als nächstes zeige, da dachte ich mir, klasse. Und zwar sind das Chicken Wings. Aber nicht nur irgendwelche Chicken Wings. Das sind Chicken Wings. In süß. Nuggets, oder?
Absolut richtig. Flo, schön, dass du aufgepasst hast. Kriegst wieder ein Bonussternchen. Danke. Geil, darf ich jetzt in die Süßigkeit. Darf ich jetzt weiterreden? Das Ganze heißt Frühbis Chicken Nuggets aus 100% Schaumzucker. Keine Ahnung, was das ist, aber mein geistlicher Geistesblitz sagt, es muss aus Zucker bestehen, der schäumlich ist. 3, 2, 1. Das ist ja doppelt und dreifach verbockt. Ich glaub's nicht. Boah. Das riecht hart intensiv, aber ich würde nicht sagen, es riecht schlecht. Es riecht wie so ein Duftbaum in den Autos. Ja, stimmt. Ne? So richtig, als würdest du so einen künstlichen Duftbaum aufstellen. Es sieht ja wirklich aus wie Chicken Nuggets. So, kommen wir mal zum Geschmackstest. Es fühlt sich an wie so ein geschmolzener Radiergummi. Oh mein Gott, boah. Das ist richtig eklig. Nein, voll lecker. Das ist so eine Mischung aus Zuckerwatte und Marshmallow. Das ist richtig heftig. Leute, das schmeckt echt mega gut. Aber ich heiße nicht Raphael, wenn ich das nicht alles extremer jetzt machen würde. Und zwar zu Chicken Nuggets gehört... Ich habe da jetzt so eine Umfrage. Da müsst ihr jetzt ganz schnell abstimmen. Was gehört zu Chicken Nuggets dazu? Ich warte. Natürlich eine süß-saure Soße. Ja, das wird, glaube ich, echt eklig. Süß-würzig, das klingt schon wie Kotze. Der heilige Moment ist gekommen, die Soße wird nun... Übertreib's nicht, Junge. Mach keine Sauerei. Ohne Scheiß, es schippert. Bin ich so ein Mensch, der Sauerei macht? Habe ich jemals hier schon Sauerei gemacht? Ich bin eine ruhige Seele, okay? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst! Ihr macht doch, bevor noch mehr tropft, Alter! Boah, das schmeckt ja übel eklig. Du hast da so ein Ding an deinem Kopf kleben. Die nächste Süßigkeit sind einfach essbare Zähne. Ist irgendwie ein bisschen awkward, aber die meinen das wohl ernst. Wer wollte nicht schon immer mal Zähne probieren? Jetzt geh doch auf, du Hanswurst. Nein! Oh nein, bitte nicht! Ich krieg einen labilen Zusammenbruch. Welcher Spacko schafft es, eine Gummibärchentüte so aufzumachen? Es liegen hier überall Zähne. Ich bin doch kein Zahnarzt. Gebt euch das mal. Boah, ist das eklig, ey. Hallo, ich bin der Gertrud. Digga, was laberst du? 90% of the time I have no idea what the fuck I'm talking about. Das ist Himbeere mit bisschen Zahn. Kommen wir schon zu meinem letzten Produkt der Begierde. Oh nee! Oh ja, doch! Ich will aber mehr! Wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil. 30.000 läuft, aber wieder ein bisschen Werbung machen. Hey, hey. Das nächste Produkt, beziehungsweise das letzte Produkt, ist das hier. Und zwar sind das Chili Pops mit verschiedenen Schärfegraden. Und das ist einfach... Der schärfste Lutscher der Welt stand zumindest da. Sehr geehrte Raffaelos, darf ich euch vorstellen? Das sind die drei schärfsten Lutscher der Welt. Einmal mit Jalapeno, dann mit Red Chili und mit Habanero. Die Raffaelo-Spezialisten unter euch werden wahrscheinlich jetzt schon vermuten, so Habanero kenne ich irgendwoher. Das hat der Raphael ja schon mal probiert. Und zwar, als ich die schärfste Schokolade der Welt gemacht habe. Also damit habe ich auf jeden Fall schon Erfahrung gesammelt. Du bist auch mega blass im Gesicht. Ich zitter mega, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Bei der Nase leuchtet, bei der Augen brennt. Ich schmelz gerade einfach von innen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr auf jeden Fall gleich noch draufklicken, weil das war echt extrem. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Aber das nehme ich dir sofort wieder weg. Nee, gib das bitte das wieder. Nicht für ich will die Leute entertainen. Feeling hot, hot, hot. Das ist doch ein Wahnsinns-Slogan, oder? Ich würde sagen, dann machen wir die hotte Scheiße jetzt mal hier auf. Das sieht halt schon irgendwie gefährlich aus, die Lutscher hier. Ich glaube, das sollen Chilischoten symbolisieren, die Form. Also, wir sind jetzt am kritischen Punkt des Videos angereicht oder angekommen. Und ich bin ja schlau. Ich habe eine Flüssigkeit zum Abkühlen meines Gaumenbereiches mitgeholt, und zwar ist das Habanero Hot Sauce. Hey, bist du dumm? Ja. Legen wir los mit Jalapeno. Boah, das stinkt schon wie so Kuhscheiße. 3, 2, 1. Boah, das braucht ein bisschen. Schärfe halt. Boah, jetzt aber langsam schmeckt es. Das braucht echt ein bisschen Zeit, bis es scharf wird, ist gerade aber. Boah, boah. Junge. Boah, das ist eklig. Brennt übel hier im Rachen. Digga, das ist einfach die grüne Stufe. Du hast noch zwei andere. Warum gönnst du dir so? Das pappt an den Zähnen, das heißt, du kriegst diesen Geschmack nicht weg. Okay, das nächste ist Red Chili Mahlzeit. Das braucht immer bei denen voll lang. Am Anfang, das war so voll übermutig, weil man da nichts schmeckt so von der Schärfe. Junge, also am Anfang schmeckt es einfach nur ein Zucker. Das ist, als würdest du so
einfach so richtig fies so eine Chilischote in Zucker karamellisieren. So einfach so eintauchen und dann irgendjemandem geben, so ess mal. Schmeckt erst so übel das Zucker und dann kratzt es dann, wenn du schon runtergeschluckt hast, so übel im Hals. Ja, bist du, ey, was ist los? Okay, das Finale ist gekommen. Ich werde es einfach den schärfsten Lutscher der Welt probieren. Aber das ist mir nicht genug. Da muss man noch ein bisschen nachhelfen. Ja, da muss noch ein bisschen Dose drauf. Ob du nicht vorhin schon lang genug rumgepusst hättest wegen den anderen zwei. Hör mir auf mit diesen Unterstellungen! Ah! Ja, das ist doch nicht dein... Hä, hey, Junge! Ah! Komm hoch und iss dein Lolli! Oh. Nicht wiederholen. Boah. Das ist mega fies im Hals. Boah, schau, ich hab nur einen Mini-Biss genommen. Alter, Junge, du bist endlich Tomate. Das ist übel heiß an dem Gesicht, ey. Alter, ich schwitz mega. Boah, das ist ein richtig ekliges Gefühl. So, Freunde, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, dieses Video zu beenden. Beim zweiten Teil, wie gesagt, wenn ihr den sehen wollt, da habe ich nämlich noch krassere Süßigkeiten. Wenn ihr die größte Gummibärchen-Cola-Flasche der Welt sehen wollt, wie gesagt, 30.000 Likes sind die magische Grenze. Das müsst ihr schaffen. Wenn ihr jetzt 30.000 Likes schafft, dann drehe ich auch den zweiten Teil. Seid gespannt, es wird echt mega geil. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne noch abonnieren. Ist natürlich kostenlos. Ah, krass. Ja, ja, doch. Hinterlasst doch gerne ein nettes Kommentar. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier irgendwo eine Kuh melken und mir ein paar Liter Milch abzapfen. Weil ich brauche jetzt irgendwas gegen die Schärfe. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben. Und ja, Finger weg von scharfen Sachen. Tschüss.